Zahl der Pilger und der Reservierungen für Pilgergruppen im Heiligen Land nimmt zu. Die Menschen kehren zu vollständig geöffneten heiligen Stätten zurück. Am 19. Februar versammelte sich die katholische Gemeinde zu einer Feier in der dem heiligen Petrus geweihten Kirche am Ufer des Sees von Galiläa. Die Gemeinde Bethlehem und die italienische Stadt Pavia haben das Projekt Bethlehem 3D ins Leben gerufen. Ein Weg, das kulturelle Erbe der Altstadt zu erhalten. Caritas Jerusalem saniert einige landwirtschaftliche Flächen in der Gegend von Makror in der Nähe von Bethlehem. Das vom Lateinischen Patriarchat von Jerusalem und der Universität Bethlehem geförderte Programm zur Förderung des Unternehmertums von Jugendlichen und Frauen in Palästina wird fortgesetzt. In der Pandemie war das Bild von Dutzenden von Menschen, die aus verschiedenen Teilen der Welt kamen, um das Heilige Land zu besuchen, an den heiligen Städten weit verbreitet. Durch die Schließungen aufgrund des Coronavirus sahen die heiligen Städten so aus. Leer, ohne die Anwesenheit von Pilgern. Doch seit ein paar Tagen erwachen die Straßen langsam wieder zu Leben. Die Pilger kehren zurück und die Gruppenbuchungen für die kommenden Monate nehmen zu. Nelle ultime giornate, nelle ultime settimane abbiamo visto già un aumento dei gruppi. In den letzten Tagen, in den letzten Wochen haben wir bereits einen Anstieg der Zahl der Gruppen festgestellt, welche die Grabeskirche besuchen. Sowohl Gruppen für die verschiedenen Eucharistiefeiern am Altar des leeren Grabes, als auch auf dem Kalvarienberg, als auch in den Kapellen der franziskanischen Gemeinschaft. Die meisten kommen aus den Vereinigten Staaten oder Europa. Wir haben Pilger aus Italien, Frankreich und Spanien gesehen. Auch einige Lateinamerikaner, die in den Vereinigten Staaten leben. Wir warten immer noch auf die Rückkehr von Afrikanern, Asiaten und Pilgern aus dem übrigen Lateinamerika. Africani, asiatici e il resto di Latinoamerica. Einige Pilger konnten sich ihren Traum vom Besuch des Heiligen Landes erfüllen und sind zum ersten Mal hier. Andere waren bereits in den Vorjahren hier und bringen andere Menschen zu den Orten, an denen Jesus lebte, starb und auferstand. Yeah, it's my first time here. It's wonderful for Ich bin das erste Mal hier. Es ist für uns alle wunderbar, hier zu sein. Dieser Ort ist die Grundlage für unseren Glauben. Jesus ist hier gegangen. Er ist gestorben und in Herrlichkeit wieder auferstanden. Es ist wunderschön. It is a privilege, first and foremost, to walk in the footsteps of our Lord, In erster Linie und vor allem ist es ein Privileg, auf den Spuren unseres Herrn zu wandeln, ihn besser kennenzulernen, sein Land, sein Volk, unter denen zu sein, die den Herrn lieben, die Pilger, die hinter mir sind, zu führen und sie mit dem in Berührung zu bringen, was wir beten, studieren und in der Heiligen Schrift lesen. Den Traum von einer Pilgerreise ins Heilige Land zu verwirklichen, wird von Tag zu Tag möglicher. Die israelische Regierung hat beschlossen, die Einreisebeschränkungen für Touristen ab dem 1. März zu lockern. Touristen aller Altersgruppen können nach Israel einreisen, geimpft oder ungeimpft. Die einzige Bedingung ist ein Covid-Test vor der Abreise und ein weiterer bei der Ankunft in Israel. Im christlichen Informationszentrum der Kustodie des Heiligen Landes können die Pilger Messen in den Heiligtümern buchen und weitere Informationen erhalten. E finalmente dopo il periodo di pandemia vediamo primo al aumento delle prenotazioni che un buon segno. Endlich, nach der Pandemiezeit sehen wir einen Anstieg der Buchungen, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Pilger beginnen, ins Heilige Land zurückzukehren. Es ist kein großer Anstieg, aber im Vergleich zum Trend der letzten Monate und der letzten 2 Jahre gibt es bereits einen Anstieg von 15% bei den Pilgerbuchungen für den Monat März. Um die Pilger bestmöglich zu empfangen und ihnen den Besuch der heiligen Stätten zu erleichtern, gab Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, den Brüdern der Kustodie einige praktische Ratschläge.
Padre Francesco Paton, custode di Terra Santa, ha rinnovato la richiesta. Bruder Francesco Paton erneuerte die Bitte an alle Agenturen und Kommissariate des Heiligen Landes, Pilgerfahrten zu fördern. Ein sichtbares Zeichen ist auch die vollständige Wiedereröffnung der Heiligtümer. Aprendo, preparando per loro i santuari. Questo è lavoro comune. Auch nach Nazareth, dem Standort der Verkündigungsbasilika, sind die Pilger zurückgekehrt und es werden immer mehr. Es gibt viele Zeugnisse von Menschen, welche die heiligen Stätten kennengelernt haben und eine tiefe Erfahrung der Liebe Gottes gemacht haben. Eine Pilgerreise ins Heilige Land ist eine erneute Gotteserfahrung. Im Heiligen Land zu sein bedeutet daher, mit Jesus zu leben und mit Jesus zu sein. Es bedeutet, diese Liebe zu erfahren, die uns umgibt. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Mit diesen Worten gibt Jesus Petrus die Vollmacht über die Kirche und macht ihn zum Ersten unter den Zwölfen. In Tiberias am Ufer des Sees Genezareth steht eine Franziskanerkirche, die dem heiligen Petrus geweiht ist. Schließlich lebte und arbeitete Simon an den Ufern dieses großen Sees als Fischer, als er von Jesus berufen wurde, ein Menschenfischer mit dem Namen Petrus zu werden. Siamo a Tiberiade, davanti o dietro alle mie spalle c'è la chiesa e dietro la chiesa c'è la riva del mare. Wir sind in Tiberias, hinter mir ist die Kirche und dahinter das Ufer des Sees von Galiläa. Wir befinden uns direkt am Ufer des Sees, an dem das Wirken Jesu begann. Hier gedenken wir der Kathedra. Jesus hat Tiberias vielleicht nie betreten, denn die Stadt galt damals nach jüdischem Brauch als unrein, weil sie über einer Nekropole gelegen haben soll. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich innerhalb des Christentums der Kult des heiligen Petrus, dem diese Kirche gewidmet ist. Secoli poi, nell'ambito della Cristianità, si è sviluppato il culto a San Pietro qui. E quindi questa chiesa è dedicata alla cattedra. Das Wort Kathedra bezeichnet den Sitz der Herren, in diesem Fall der Bischöfe. Der Ausdruck wird als Symbol für die Autorität und das Lehramt des Bischofs verwendet. Dies ist die Bedeutung des Festes Kathedra Petri. In Tiberias wurde die feierliche Messe von Bruder Dobromir Jastal, Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, geleitet. La festa della cattedra di San Pietro è una delle feste più importanti, potremmo dire, per la vita e per l'unità della Chiesa. Das Fest des Stuhls des heiligen Petrus ist eines der wichtigsten Feste für das Leben und die Einheit der Kirche. Dieses Fest verweist, natürlich in symbolischer Weise, auf die Berufung und die Sendung, die Christus Petrus anvertraut hat. Diese Aufgabe hat eine persönliche Dimension, aber sie erschöpft sich nicht, sie endet nicht mit Petrus, sondern setzt sich mit seinen Nachfolgern fort, um die ganze Kirche und jeden Einzelnen von uns zu umfassen. Ma continua nei suoi successori in modo da abbracciare anche l'intera Chiesa e ciascuno di noi. Das Fest wurde von denjenigen, die den Namen des ersten Papstes tragen, mit besonderer Freude gefeiert. Ich bin sehr glücklich, am Fest Kathedra Petri hier in Tiberias zu sein. Für mich ist es wichtig, weil mein Name auch Peter ist und die Tatsache, dass ich heute hier bin, eine besondere Verbindung herstellt. Ich bin sehr froh von der Gemeinschaft der Koinonia Johannes der Täufer, die sich um diesen wunderschönen Ort kümmert, aufgenommen worden zu sein. Taking care about this beautiful holy place. Die Gemeinde Bethlehem hat dank ihrer Städtepartnerschaft mit der italienischen Stadt Pavia und der Finanzierung durch die italienische Agentur für Zusammenarbeit und Entwicklung das Projekt Bethlehem dreidimensional abgeschlossen.
Die Altstadt von Bethlehem wurde 2012 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, dank des Weges, der von der Star Street zur Geburtskirche führt. Um diesen Titel weiterhin zu führen, sind wir verpflichtet, alles, was in diesen Bereich fällt, ausführlich zu dokumentieren. Dieses Projekt soll dazu beitragen, das kulturelle Erbe des historischen Zentrums von Bethlehem zu bewahren und es so vor Veränderungen zu schützen. Sie wird auch all jenen helfen, die die Schönheit dieser Route entdecken wollen. Wenn Sie Ihren Computer im Büro öffnen, können Sie von jedem beliebigen Ort aus eine Tour durch die Straßen der Altstadt unternehmen. Im Jahr 2015 haben wir mit dem Zentrum für Kulturerbe zusammengearbeitet, um Daten und Informationen zu allen Gebäuden zu erfassen. Wir werden dieses Projekt mit dem Programm Bethlehem dreidimensional verknüpfen, sodass jeder das Gebäude in 3D betrachten und mit zwei Klicks Informationen über seine Geschichte erhalten kann. Die Zusammenarbeit mit der italienischen Gemeinde Pavia wird mit einem neuen Projekt fortgesetzt, das sich über 3 Jahre erstreckt und den Titel Bethlehem Smart City trägt. Es wird dieses 3D-Projekt ergänzen und Touristen und Pilgern mit Hilfe einer Anwendung helfen, durch das historische Zentrum zu gehen und Sehenswürdigkeiten und Häuser zu finden. Im Rahmen des Projekts Bethlehem Smart City werden wir zum Beispiel 3 Elektroautos haben, die es älteren Menschen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen ermöglichen, die Neymarstraße zu besuchen, denn nicht jeder kann dort zu Fuß hingehen. Siad Al-Sayeh wies darauf hin, dass der historische Kern der Altstadt von Bethlehem keine Verbreiterung von Straßen, den Bau von Brücken oder Tunneln zulässt. Infrastrukturen, die, falls vorhanden, zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens beitragen würden. Wir planen den Kauf von Elektrofahrrädern. Die Stadt wird mit 15 elektrischen Miniscootern mit mehreren Ladestationen ausgestattet, um die Menschen zu ermutigen, diese in der Altstadt zu benutzen. Das Hauptziel ist die Entlastung der Stadt Bethlehem vom Verkehrsstau. Das dreidimensionale Bethlehem ist ein Pilotprojekt in Palästina, aber es ist eine Möglichkeit, sich auf die vielen Pilger vorzubereiten, die dank der Lockerung der Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie in die Stadt zurückkehren werden. In dem Bemühen um ein menschenwürdiges Leben und um die örtliche Gemeinschaft zu unterstützen, führt Caritas Jerusalem in der Gegend von Bethlehem Projekte zur Sanierung landwirtschaftlicher Flächen durch. Dieses Projekt umfasst mehr als 115 Begünstigte für eine Gesamtfläche von 390 Dunum, eine Maßeinheit aus der osmanischen Zeit, sowie die Sanierung einiger Straßen auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern. In der Anfangsphase begann die Caritas mit der Bearbeitung einiger landwirtschaftlicher Flächen, die noch nicht bewirtschaftet wurden, während sie in einer fortgeschrittenen Phase andere sanierte. Das Wichtigste ist, dass wir auf eine nachhaltige Landwirtschaft hinarbeiten, die auf der Produktion von Gemüse ohne den Einsatz von Pestiziden, sondern nur mit organischen Düngemitteln und biologischem Pflanzenschutz beruht. Dies hier war ein unwegsames Gelände, das für die Landwirtschaft unbrauchbar war. Wir bearbeiteten es mechanisch mit schweren Maschinen und Bulldozern und legten Terrassen an, um ein Absacken des Bodens zu verhindern. Dann haben wir es in 4 Sektoren unterteilt, den Boden mit Schlamm angereichert und ein Wasserspeichersystem für zusätzliche Bewässerung im Sommer angelegt. Um die landwirtschaftliche Präsenz im Mahur-Gebiet zu erhalten, die Beschlagnahmung von Land zu vermeiden, die landwirtschaftliche Fläche zu vergrößern und zu einer nachhaltigen Landwirtschaft beizutragen,
hat Caritas Jerusalem die Machur Cooperative für die Produktion und Vermarktung ökologischer Produkte gegründet. نحن وصلنا لمرحلة شوي كانت الوضع كتير التجأنا للكاريتاس الكاريتاس يعني ما قصر ولكن Wir befanden uns in einer schwierigen Situation und haben uns an die Caritas gewandt, die uns sofort unterstützt hat. Wir haben viel von ihrer Hilfe profitiert. Sie bauten landwirtschaftliche Terrassen und eine große Zisterne für Wasser. Dank dieses Bewässerungssystems haben wir neue Aprikosenbäume und Weinstöcke gepflanzt, konnten das Gelände einzäunen und so unsere Präsenz auf diesem Gelände festigen. ثبتنا وجودنا بالارض اكثر من اللازم عملوا لنا سلاسل الارض زي ما انتم شايفين وشياك كامله Sie bearbeiteten das Land und zäunten es ein und wir bekamen auch neue Wassertanks mit einem neuen Bewässerungssystem. Dank dieses Systems, das wir vorher nicht hatten, ist es für uns einfacher geworden, das Land zu bewirtschaften. Durch das Füllen der Wassertanks können wir das gesamte Land bewässern. Und wie Sie sehen können, haben wir neue Dinge wie Zwiebeln, Knoblauch und Spinat gesät. صرنا نزرع شغلات كتيرة هون مثل بصل، تومة، سبانخ، شغلات كتيرة حلوة. Caritas, eine unerschöpfliche Quelle für die palästinensischen Gebiete. Die erste Phase des Projekts AFAC, des vom Lateinischen Patriarchat von Jerusalem in Zusammenarbeit mit dem Institute for Community Partnership an der Universität Bethlehem geförderten Programms für Jugend- und Frauenunternehmertum in Palästina ist abgeschlossen. Die Hauptidee dieses Projektes ist es, einer Gruppe junger Menschen den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und ihr eigenes Unternehmen zu gründen, um einen Weg zu entwickeln, der ihnen auch wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglicht. AFAC bedeutet Horizont. In dieser ersten Phase wurden 100 Personen aus 13 palästinensischen Gemeinden in das Projekt einbezogen. Junge Gymnasiasten und ihre Familien, Universitätsstudenten auf der Suche nach einem Arbeitsplatz und junge Menschen auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmensgründungen. In den 4 Workshops dieser Phase wurden der Zweck des Projekts, die Möglichkeiten, die Durchführungsmodalitäten und die Beteiligung erläutert. In der zweiten Phase erhält eine ausgewählte Gruppe Zugang zu Berufsausbildung, bezahlten Praktika und in einigen Fällen zu technischer und finanzieller Unterstützung für die Entwicklung von Geschäftsideen. Ich habe eine Idee und würde sie gerne umsetzen. Das AFAC-Projekt kann mir helfen, diese Idee weiterzuentwickeln, um zu sehen, ob sie den Bedürfnissen des Marktes entspricht. Außerdem benötige ich technische, administrative und Marketingberatung. Und werde die Möglichkeiten für die Umsetzung meines Projekts vor Ort prüfen. Ich zeichne, seit ich ein kleines Mädchen bin. Und mit der Zeit, als ich mir Videos und Filme ansah, kam ich zum Film-Make-up. Alle Materialien, die ich zum Schminken verwende, habe ich zu Hause. Das AFAC-Projekt ist für mich wirklich ein Hoffnungsschimmer, der mir helfen kann, meine Professionalität weiterzuentwickeln. Das AFAC-Projekt spielt eine wichtige Rolle bei der Berufsberatung dieser jungen Menschen. Wir arbeiten mit den Abschlussklassen der Gymnasien an der Berufsorientierung und auch mit den Familien dieser Schüler. Außerdem entwickeln wir ein Handbuch zur Berufsberatung, das auch das Thema Unternehmertum beinhalten wird. Etwa 200 Schulen sind an diesem Projekt beteiligt. Das AFAC-Projekt versucht also, den jungen Menschen in diesem Land die Türen zur Zukunft zu öffnen.